So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zu Divine Divinity. Das geht ja gut los hier. Das geht ja richtig gut los. Und ja, wir sind dabei, gerade den Dunkelwald weiter zu befreien. Wir sind bei Boratus Haus, bei dem bösen Magier. Hilft nicht mehr viel. Wir werden jetzt hier erstmal, warte, ich mache bei mir mal ein bisschen leiser. Reicht ja, wenn es bei euch dann laut ist. Wir werden jetzt erstmal den Dunkelwald auf der Seite noch ein bisschen abklappern. Wir werden quasi die Stellung sichern. Bevor wir uns in das Haus wagen. Einfach, damit wir in keinen Hinterhalt oder ähnliches geraten. So, mein Freund, komm her. Komm, den nehme ich mir vor. Oh wow. Oh wow, Moment. Soldatenplattengürtel der Heilung. Er schafft's nicht. Er schafft's nicht. Allein schon, weil wir Genesung, glaube ich, auf Stufe 5 haben, oder? Nee, hätten wir nur auf Stufe 4. Aber er schafft es trotzdem nicht, weil die Werte von dem einfach viel besser sind. Krass. Der sah im ersten Moment unschlagbar aus. Ja, unser Stuff. Man kann es nicht anders sagen, ist mittlerweile einfach unschlagbar. Ich glaube, hier die Seite haben wir schon komplett abgesucht, oder? Und das da unten ist eine Sackgasse. Er hat sich da ein schönes Eckchen ausgesucht. Das ist wie so die Kräuterhexe im Wald, Freund. Das ist übrigens heute der letzte Teil meines Aufnahmemarathons. Ich habe heute stundenlang aufgenommen. Ich glaube, 8 Stunden insgesamt. Ich bin gerade am Vorarbeiten, damit ich demnächst mal eine Woche zu meinen Eltern heimfahren kann. Und ja. Ich finde es geil, mit Divine Divinity abzuschließen. Ich freue mich auf die anderen Aufnahmen, aber trotzdem, Divine Divinity ist so mit Total War Saga momentan mein Favorite. Macht mir persönlich am meisten Spaß. Ich glaube, dass die Gegend hier relativ sicher ist. Ah, schau her. So kann es gehen. Und eine super Ausdauer. Wichtig. Aber das war's. Swayzy, Swayzy, ne? Gut, so weit geht's da gar nicht mehr runter. Wie krass, wie viele. Okay. Doch so unaufmerksam gewesen, wa? Sonst noch irgendeiner, der sich hier zu Worte melden möchte? Nicht? Gut, dann würde ich sagen... Betreten wir doch mal die gute Stube. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Okay. Gold. Der Händler und der Apfelbaum. Es lebte einst ein gemeiner und gieriger Händler, dessen Herz erfüllt war von einem einzigen Wunsch, so viel Gold wie möglich an sich zu raffen. Daher beschloss er, eine wohlhabende Frau aus Verdistis zu ehelichen. Diese war alles andere als hübsch und musste daher unzählige Gemeinheiten über sich und ihr großes, aufgedunsenes Gesicht ertragen. Nach der Hochzeit erwürgte der Händler sein Weib und begrub ihre Leiche in seinem Garten. Viele Jahre zogen ins Land, in denen der Händler sorglos lebte. Ein mächtiger Apfelbaum wuchs an der Stelle, wo die Frau begraben wurde. Er trug prächtige Äpfel, dass einem das Wasser im Munde zusammenlief. Eines Tages pflückte der Händler einen Apfel vom Baum und aß ihn. Wenige Herzschläge später war der herzlose Händler tot.
Magier, die den Tod des Händlers untersuchten, stellten verblüfft fest, dass die Äpfel magischer Natur waren und ein höchst seltenes und tödliches Gift enthielten. Recht so. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Okay. Das Schwein hat irgendwas mit Lampen gesagt, oder? Nicht? Da ist eine Treppe runter. Wie komme ich da rein? Haben wir irgendwo einen Baumstumpf übersehen? Das ist eine Truhe. Auf jeden Fall haben wir zwei Zombies übersehen, Freunde. Da oben ist eine verschlossene Truhe. Lasst uns die doch mal öffnen. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges drin, was wir brauchen. Hier, ja genau. Oh krass, das ist eine Falle. Ja, sag mal. Herr Odinski, wo war denn Ihre Aufmerksamkeit? Den Wald kannst du nicht bändigen. Den Wald kannst du nicht bändigen. Er ist rastlos wie die See. Was willst du da machen? Eine unglaubliche. Es gibt einen bösen Magier, der Leute in Tiere verwandelt und die Schlachtvieh verkauft. Ich weiß nicht, ob ich. Blablabla. Das Haus dieses Bürgermeisters sollte. Vielleicht kann ich für den armen Eber eine Heilung finden. Es ist fest verschlossen. Ein Bogen nach dem anderen. Kann ich alles am Markt verticken, Freunde. Aber was? Das Schwein ist doch da irgendwo rechts rüber gelaufen, oder? Das ist doch in den Wald gelaufen. Vielleicht haben wir Glück und es ist hier irgendwo. War das eher weiter oben oder weiter unten, wo wir das getroffen haben? Ich glaube, es war relativ nah an Fio Nimble, oder? Echt schwierig zu sagen. Und es ist auf jeden Fall in den Wald zurückgerannt. Und zwar nach rechts. Ja, da sind die. Die können uns aber da nicht weiterhelfen. Wie kommen wir in das Haus rein? Gibt's nur Pilze.
schon klar, dass so ein Magier sowas... Also seine Hütte speziell mit magischen Fallen und sowas ausstattet, das ist mir schon klar. Yes! Yes! Nice, okay. Wichtig. Drei Schlüssel. Ich kann das nicht benutzen. Fleisch. Milch. Noch mehr Milch, ein Kampfstab. Kleine Giftflasche, noch eine kleine Giftflasche, Magietrank und noch eine Giftflasche. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Okay, hier kommen wir nicht rein. Es ist verschlossen. Hast du gerade Hunger? Schon mal einen Korb Kürbisse gegessen? Jetzt ist der Moment. Schlange. Befrei mich, Mensch. Sollte Boratus kommen, so beiß ich ihn und er wird sterben. Wer ist denn dieser Boratus? Boratus macht uns zu Tieren. Befreie mich. Das klingt nach einer guten Idee. Ich würde dieser Schlange nicht vertrauen, Held. Ich schlage vor, ihr lasst die Wölfe frei. Sie hassen Boratus. Und wer seid ihr? Mein Name ist Anthea. Wie ihr gewiss bereits erraten habt, wurde ich nicht als Kuh geboren. Wer ist Boratus? Dieser üble Magier nahm uns gefangen und zwang uns in diese Gestalt. Warum tat er dies und wie? Warum er dies tat, ist leicht erklärt. Er verdient viel Geld damit, Fleisch an die Armee zu verkaufen. Wie er dies anstellte, vermag ich nicht zu beantworten. Hier ist jedenfalls äußerst finstere Magie am Werk. So viel weiß ich. Warum sollte ich der Schlange nicht trauen? Ich habe das ungute Gefühl, dass die Schlange euch verraten wird. Vertraut mir, Kühe haben den sechsten Sinn. Was ist mit den Wölfen? Die Wölfe waren die ersten Opfer von Boratus. Sie sind schon wesentlich länger in dieser Gestalt als die meisten von uns. Ich fürchte, ihre Verwandlung ist von Dauer. Sie können nicht einmal mehr sprechen. Ihr sagt, ich soll die Wölfe freilassen, sobald Boratus naht? Ja, sie mussten am längsten leiden und ihr Hass auf Boratus ist groß. Er ist ein mächtiger Magier. Somit werdet ihr alle Hilfe brauchen, wenn ihr es mit ihm aufnehmen wollt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Boratus töten und seine Tiere heilen. Ich habe das Haus des bösen Magiers Boratus gefunden und einen geheimen Keller entdeckt. Ich muss Boratus finsteres Treiben Einhalt gebieten und den Unglücklichen helfen, die er in Tiere verwandelt hat. Mal sehen, was unsere kleinen Süßen so treiben. Zeit für die Milch. Was? Ein Eindringling? Wo ist eure Armee, Fremdling? So ein Pech, dass ihr ganz allein seid. Ich kann noch einen Eber mehr gebrauchen. Überragend. Mach auf! Nice!
Supermagie, Schlüssel, Superheilung, Superausdauer, Froschstatue. Aber... Und jetzt? Fantastisch! Ich bin überglücklich, dass ihr den finsteren Magier besiegen konntet. Wie kann ich euch helfen? Ich weiß nicht, wie Boratus dies vollbracht hat. Daher kann ich euch auch keinen Hinweis geben, wie uns zu helfen ist. Vielleicht liegt die Antwort, wie ihr uns zurückverwandeln könnt, in die Gemächern von Boratus verborgen. Vielleicht gibt es einen Weg, solange wir noch der Sprache mächtig sind. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hau die mal weg. Es ist fest verschlossen. Überragend. Ein Buch. Das Buch ist in eleganter Handschrift verfasst. Es werden alle Aspekte eines Transformationszaubers abgehandelt, mit dem sich Personen in allen möglichen Tiere verwandeln lassen. Nur ein kleiner Abschnitt befasst sich mit der Aufhebung dieses Zaubers. Die einzige Möglichkeit, den Zauber zu brechen, bietet das legendäre heilige Wasser der Klarheit. Der Brunnen, aus dem das Wasser sprudelt, soll sich tief in den Hallen der Zwerge befinden. Nur die Geistlichen der Zwerge haben dort Zutritt. Doch ich zweifle an der Existenz dieses Brunnens. Ich nehme also an, dass die Transformation endgültig ist. Den Zwergenpriester finden. In Boratus Labor gibt es einen Hinweis auf eine Möglichkeit, den Zauber aufzuheben. Wenn ich einen Zwergenpriester finde, kann er mir vielleicht etwas heiliges Wasser besorgen, mit dem man die Verwandlung rückgängig machen kann. Wir haben doch bei den Zwergen noch... Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Ach du. Wir haben doch bei den Zwergen noch einen Stein im Brett, oder? Wie man so schön sagt. Endlich. Der ist wahrscheinlich für oben. Gehe ich jetzt mal davon aus. Okay. Hervorragend. Das war klar. Selber schuld. Ich wollte dir helfen, Kleines, aber du willst ja nicht. Gut. Ist Boratus gelistet? Ich hoffe doch. Irgendwie als Magier oder so. Reicher Bürger? Kommt mir auch neu vor. Nee, den Rest kennen wir. Stopp. Na, das sind Trolljäger. Zwergen? Na, da kommen die Zwerge. Okay, nee, den Rest kennen wir tatsächlich. Also, wir müssen den Zwergenpriester finden. Aber wir haben bei denen noch was gut. Wir haben bei denen auf jeden Fall noch was gut. Lasst uns das mal zuerst klären, bevor wir entweder den Weg gehen oder auch nach Fionimble gehen. Ich würde sagen, regeln wir erstmal das. Damit die Kuh möglicherweise noch eine Chance hat, sich zurückzuverwandeln. Ich werde heute übrigens, nur so zur Info, also ihr kriegt es ja immer nicht mit. Es ist ja schön aufgeteilt, aber ihr werdet... ich werde heute 2 Stunden am Stück aufnehmen. Einfach, weil... Ich habe schon erzählt, dass ich bald mal zu meinen Eltern wieder fahre und dafür vorbereiten muss. Genau, deswegen nehme ich 2 Stunden am Stück auf. Stimmt, ja, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Sorry, Leute. Es ist so... Es war ein sehr langer Tag jetzt. Und Divine Divinity... Ich habe überlegt, so Far Cry, Divine Divinity... Und dann dachte ich mir so, nee, Far Cry ist eigentlich schon zum Entspannen einfach besser. So, Pentalos. Schön, euch wiederzusehen, Mensch. Ich hoffe doch, ihr beschreitet den Weg der guten Götter.
Ihr habt in eurem Leben bestimmt schon viele ungewöhnliche Dinge gesehen, aber habt ihr jemals Geschichten über Menschen gehört, die von einem bösen Magier gegen ihren Willen in sprechende Tiere verwandelt wurden? Gegen ihren Willen in Tiergestalt gezwungen, welch niederträchtige Magie. Seid ihr in der Lage, diesen Zauber aufzuheben? Möglicherweise, ich verfüge über heiliges Wasser, dessen Berührung die Verwandlung aufzuheben und ihnen somit ihre wahre Gestalt zurückzugeben vermag. Allerdings gelingt dies nur, wenn die Verwandlung noch nicht allzu lange zurückliegt. Könntet ihr mir ein wenig von diesem Wasser geben? Noch eines, Mensch. Ihr benötigt ein würdiges Gefäß für das heilige Wasser, sonst wird es unrein und verliert seine Kraft. Habt ihr solch ein Gefäß? Leider nicht. Allerdings gibt es Geschichten über einen heiligen Gral, eine Art Becher, der könnte geeignet sein, das Wasser unbefleckt zu transportieren. Allerdings weiß ich nicht, wo er sich befindet. Einige meinen, er sei in den unzähligen Höhlen in diesen Bergen versteckt. Ich werde ihn finden. Ich wünsche euch viel Erfolg, Mensch. Mögen die guten Götter euren Schritt lenken. Euren Schritt lenken und über euch wachen. Euren Schritt lenken. Ah, ja, das ist es. Das ist es definitiv, mein Freund. Mögen die Götter meinen Schritt lenken.